Ja, herzlich willkommen aus Dortmund. Heute beim 9. Dortmunder Consilium Investment Lunch, exklusive Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Notare. Zu Gast heute Stefan Fritz von Flossbach und Storch. Chefanalyst, wenn ich das so sagen darf. Sehr schön, lieber Stefan, dass du heute bei uns warst. Wir reden von Krisen, es ist eine sehr schwierige Zeit. Was sagst du dazu, wenn man das so hört? Kann sein, dass wir eine Krise haben, aber ist nichts Ungewöhnliches. Wenn ich mir mal so die letzten 50 Jahre anschaue, dann gab es eigentlich selten eine Phase, wo keine Krise war. Und ich befürchte, das wird auch die nächsten 50 Jahre so sein. Viel wichtiger ist, was eigentlich so in den Krisen passiert. Und wenn ich mir das mal unter Gesichtspunkten der Geldanlage angucke, dann ist trotz der ganzen Krisen ja eigentlich das erstaunliche Ergebnis, dass, wie wir es eben gesehen haben, ich mal 50 Jahre zurückschaue. Das Kapital hat sich sehr kontinuierlich im Aktienmarkt nach oben entwickelt. Also ich habe es eben gesagt, alle 10 Jahre hat sich das Vermögen eigentlich konstant, trotz aller Krisen, immer wieder verdoppelt. Ich kann nur sagen, trotz der Krisen hat es sich gelohnt, investiert gewesen zu sein. Das ist ja auch unser Motto, bleibt immer investiert, ja. Und das ist auch ein Motto, was ihr bei Flossbach von Storch, glaube ich, hegt und pflegt. In jeder Krise liegt letztendlich auch eine Chance. Und So ist es. rückwirkend betrachtet, hätte man die ganze Zeit einfach nur investiert sein müssen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Da hast du recht, lieber Stefan. Die Inflation ist aktuell sehr, sehr hoch. Ja. Wie geht es da weiter? Wir hatten Inflationsraten von über 10%. Das ist natürlich erschreckend für Anleger. Das ist ein Schreckgespenst, was wir für viele Anleger gar nicht kannten. Einige kennen es noch, das sind meistens die älteren Semester. Und es ist ein Schreckgespenst, was schwierig ist einzuschätzen. Und du kannst von mir jetzt auch keine präzise Punktprognose erwarten, wie das weitergeht, aber ich glaube, wir können konstatieren, dass es viele gute und leicht ableitbare Gründe gibt, warum die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Um einige zu nennen: Wir haben die Notwendigkeit, dass wir unseren Planeten schützen müssen, dekarbonisieren, das ist aber nicht umsonst. Wir haben demografische Veränderungen, es stehen immer weniger Menschen im Arbeitsmarkt zur Verfügung und Deglobalisierung-Tendenzen. Alles das macht die Welt wahrscheinlich nicht billiger. Also wird die Inflation, auch wenn wir sie nicht mögen, ein Begleitfaktor der nächsten Jahre sein und wahrscheinlich auch deutlich über 2%. Da bin ich komplett bei dir. Dann haben wir ein Comeback zu verzeichnen an den Kapitalmärkten. Der Zins ist zurück. Wir sind hochgeprescht von minus 0,5 jetzt Richtung 4% an den Zentralbanken. Wie siehst du da die Situation? Muss man immer in Verbindung mit der Kombination, also in der Verbindung mit der Inflation sehen, weil es klingt so toll, der Zins ist zurück. Nur wir müssen jetzt unterscheiden wieder zwischen nominal und real. Nominal sieht das mit dem Zins ganz interessant aus. Wenn ich aber die Inflationsrate abziehe, stelle ich fest, das ist ein Desaster, weil real war das Zinsniveau sogar in Zeiten niedriger Zinsen oder gar keiner Zinsen aufgrund von keiner Inflation nie so negativ wie jetzt. Also real negativ. Und das ist gerade für Anleger in Nominalwerten ein Desaster, weil dadurch wird das Nominalkapital jedes Jahr weniger wert. Spricht aber einmal mehr für Sachwerte, also für gute Aktien, für Gold. Aber dann brauche ich einen langen Atem. Und mit guten Unternehmen machen mir aber dann auch die Krisen weniger aus. Aber ganz ohne Schwankung wird es nicht gehen. Vielen Dank, Stefan Fritz von Flossbach von Storch. Wir halten fest, Fazit, investiert bleiben, breit streuen, Diversifikation, das sind wichtige Faktoren. Herzliche Grüße aus Dortmund.